Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Partei und eine Fraktion in Nordrhein-Westfalen die mit einer Politik der verbrannten Erde sachfremd und parteipolitisch motiviert hier auf den Bauch und auf die Nase gefallen ist, und zwar rücklings und mit voller Breitseite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen das auch in ganz kurzen Schritten deutlich machen. Der Spitzenkandidat der SPD, Thomas Kutschaty, hat am 3.3.2022 2 Milliarden € zusätzlich für die Investitionen in die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen gefordert. 2,5 Milliarden € werden jetzt von Schwarz-Grün zusätzlich bereitgestellt, also deutlich mehr als das, was Kutschaty gefordert hat. Kutschaty hat damals festgestellt, dass der Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen eine Anleitung zu Krankenhausschließungen sei. Wundert mich heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die SPD der Meinung ist, dass diese Pläne mit den Plänen des Bundes kompatibel sein sollen. Das finde ich auch, aber mit einer ganz anderen Schlussfolgerung, als die SPD es damals hier uns weismachen wollte. Dritter Punkt. Der Experte für Pflegefragen, Kluth, hat am 24.02. am Tag nach dem zweiten Bund-Länder-Gipfel zu Krankenhausfragen festgestellt, naja, die Planung NRW und Bund müssten ja eigentlich miteinander kompatibel sein, aber für die Investitionen seien ja die Länder zuständig, das ist soweit noch korrekt, und für die Betriebskosten der Bund. Das ist schlicht falsch, denn die Betriebskosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen getragen und diese müssen aufgrund von § 108 SGB V, ich kann nur Herrn Staatssekretär AD empfehlen, mal in die Gesetze reinzugucken, und § 7 Krankenhausfinanzierungsgesetz, auf der Basis der Planung der Länder sind die Krankenhausplanungen durchzuführen. Nichts anderes ist wahr und nichts anderes sollten Sie hier im Landtag suggerieren und vielleicht auch an dieser Stelle mal klarstellen, Herr Kollege Kluth. Und dann am 7.3.23 die ominöse Pressekonferenz, wo Karl Lauterbach und Thomas Kutschaty hier in der Landespressekonferenz, wo Herr Kutschaty dann das Auf-Eis-Legen dieser Reform fordert, also ein Einstellen der weiteren Planung hier in Nordrhein-Westfalen. Was hat Sie da eigentlich geritten? Wollten Sie sich auf Kosten des Bundes mit Herrn Lauterbach im Schlepptau diesen Landesminister schwächen? Wollten Sie Nordrhein-Westfalen schwächen? Wollten Sie die Krankenhausreform auf Eis legen? Das ist Politik der verbrannten Erde in Reinform, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht auch nicht darum, Herrn Laumann den Rücken zu stärken, sondern es geht darum, dass Nordrhein-Westfalen stark im Bund ist, dass wir unsere Interessen dort einbringen, dass wir eine gute Reform einbringen und dass wir bei der Bundesreform deutlich machen, was die Interessen von Nordrhein-Westfalen sind und nicht die Interessen der SPD in der Frage der parteipolitischen Auseinandersetzung. Das will ich sehr klar an der Stelle mal adressieren. Und wie stark Sie gescheitert sind, zeigt Ihr Antrag, den Sie heute hier aufgestellt haben. Da ist keine Rede mehr davon, die Reform auf Eis zu legen. Da ist keine Rede mehr davon, dass die Sachen nicht kompatibel sind. Sie sollten sich heute entschuldigen, klarstellen, dass Nordrhein-Westfalen auf dem richtigen Weg ist. Dann können wir zur Sacharbeit zurückkehren. Eins ist klar, die Erzählung der SPD, dass diese Krankenhausplanung in die falsche Richtung gehe, sachfremd sei, die ist mit dem heutigen Tag erledigt. Ich lade Sie ein, zur Sachpolitik zurückzukehren und gute Hinweise in der Sache zu machen. Vielen Dank.